Hallo und herzlich willkommen zurück bei Planetary. Diesmal wieder gegen eine KI. Ich will mich ein bisschen austoben. Ich möchte tatsächlich ein paar Sachen jetzt mal ausprobieren, weil das Spiel davor, das war ja jetzt mal gar nicht gut. Gegen den einen Spieler, der hat mich ja super flott weggehauen. Und ich würde gerne mal gucken, ja, ob man das jetzt so mal ein bisschen gescheiter hinbekommt. Also ich habe so ein paar Ideen schon mal, wie das besser gehen soll, um ein bisschen voranzutreiben. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt, wie spielen andere, wie spiele ich. Und ich merke doch gravierende Unterschiede. Muss aber auch zugeben, die Unterschiede sind... Ja, gut. So naturbelassen halt, wie sie eigentlich sein sollten. Also ich habe zum Beispiel Probleme, ich traue mich nicht aus der Basis raus. Na, also das ist so, ich igel mich gerne ein in dem Spiel, was komplett falsch ist. Was gar nicht sein soll. Was auch gar nicht sein darf sogar. Das ist zum Beispiel ein großer Fehler von mir. Ich nutze meine Ressourcen nicht klug genug. Das ist ein anderer Fehler von mir. Und ich bin ungeduldig. Für viele Sachen bin ich viel zu ungeduldig. Ach komm. Jetzt kaum sowas zu machen. Genau. Und ich traue mich nicht in Kampf. Okay, zack. Was ich jetzt als nächstes mache, ist tatsächlich die hier. Ich habe ganz vergessen, dass es noch so Viecher gibt, die quasi einem helfen. Moment, wir gehen mal hier. Also ob ich die Einheit jetzt verliere oder nicht, ist jetzt auch egal. Diese Einheiten, die ich jetzt baue, die produzieren Strom und für den Spähtrupp. Grandios. Also. Wir müssen erstmal wissen, wo der Gegner ist. Das ist das Wichtigste. So, währenddessen produziere ich halt meinen Strom. Okay, der darf nicht im Idle sein. Generell, Truppen dürfen nicht im Idle sein. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und... Warum ist das kaputt gegangen? Okay, krass. Ist einfach weg. Ist jemand im Idle? Nein. Okay, wir haben den Gegner schon mal gefunden. Das ist sehr sexy. Dann befindet er sich. Er befindet sich... Ernsthaft? Da? Okay, dann ist das so. Wir bauen dementsprechend erstmal weiter. Und das hier. Okay, davon haben wir genug. Und bauen jetzt ein paar von denen hier. Ich gucke mich dementsprechend nochmal weiter um. Und versuche noch mehr zu entdecken. Also hier ist zum Beispiel einmal der Gegner. Ja. Okay. Achso. Habe ich jemanden Idle? Ich habe eine Idle. Komm mal hier rüber. Wenn du im Idle bist, komm rüber. Der ist im Idle. Aber das ist ja auch fast schon gewollt. Eieiei. Ich brauche hier noch einen von. Ich sollte diese Dauerschleife ausmachen. Die kostet halt unglaublich viel Zeit. Also, den würde ich hier erstmal kreisen lassen, bis ich da fertig bin. Und diese Kreisidee ist okay. Kann man machen. Ich würde es aber anders jetzt andenken. So, der kann den hier machen. Er kann ein Metalllager machen. Lager tatsächlich habe ich sehr unterschätzt. Wie sieht es denn aus? Dann komm mal hier rüber, Diggi. Ich hab ein paar Leute im Idle. Und das ist im Idle. Okay. Bauen wir noch zwei und dann drei, vier. Drei machen wir drei davon. So. Da ist noch einer. Der kann hier mithelfen. Beziehungsweise der könnte hier 1, 2, 3 bauen. Und was der jetzt machen kann, ist ganz easy eine Roboterfabrik. Werden die halt hier weiterarbeiten mit dem. So. Oh, wobei. Einer von den Hajo soll mal hier runterkommen und zwei Türme mal hinklatschen zur Sicherheit. Okay. Also den Typen habe ich jetzt bisher noch nicht so genau gefunden. Existiert aber. Also scheint da gefunden zu haben.
drei Einheiten, die im Idle sind. Ist ja mal gar nicht gut, Diggi. Die können hier mithelfen jetzt mal. Damit wir schnell in Tier 2 sind. Also das habe ich mir jetzt mal als Idee ausgedacht. Okay. Und genau hier. Angriffsroboter. Genau. Und was man natürlich dann dementsprechend auch mal machen kann, ist das da. Also was auch einige Spieler anscheinend gemacht haben, waren, die haben einfach einen abgezogen, haben die einfach bauen lassen. Einfach nur, damit die eine garantierte Stromproduktion haben. Egal wie lange der dauert, das ist eigentlich komplett egal. Der kann dauern, wie lange er möchte. Spielt keine Rolle. Genau. Haben wir alles? Haben wir noch ein paar im Idle? Ja, das ist im Idle. Ich brauche mal eins davon. Also der produziert jetzt einfach munter weiter. Während ich dem sage, egal was du findest, gib ihm. Also was ist, machen wir im zweiten auch. So. Und damit haben wir schon mal einen riesigen Vorteil schon mal. So, und dann produziert der ja noch was. Okay, da gibt es jetzt Krieg schon. Anfangs kriegt das unser Kollege hier noch gut hin. Wenn wir recht schnell auf Tier 2 sind. Okay. Da gab es schon den ersten Stress mit dem Gegner. Machen wir mal hier. Der versucht mich jetzt gerade wegzusnacken. Okay. Also. Ja. Der andere. Also, wie gesagt, wir probieren es jetzt mal auf anstrengend. Versuch ist es wert. Also das weg. Dann lassen wir keinen auf Idle. So. Wir haben noch einen. Oh, der ist noch nicht ganz auf Idle. Machen wir gleich zwei. So, der produziert gerade schon die ersten Trüppchen. So. Oder weißt du was? Weil du so ein Hero bist, mach mal das. Oh. Er hat irgendwas kaputt geschossen. Der Hayopai. Ich würde gerne wissen, wo der jetzt ist. Aber so richtig ist. Hier? Ich weiß ja nicht. So, jetzt ist die fertig. Jetzt ziehe ich meine zwei Idols. Ich lasse jeden tatsächlich nur einen Auftrag machen. So, so. Und den anderen lasse ich das hier machen. Da sind wir hoffentlich schon mal ein bisschen safer. Und den lasse ich das hier machen. So, keiner darf untätig rumstehen. Wenn der Typ da hinten ist, greifen wir den jetzt an. So. Dann greife ich ihn jetzt an. So. Jetzt darf er seine drei Power-Dinger hier fertig machen. So, da wird auch noch fleißig gebastelt gerade. Der kann auch nochmal ein paar mehr reinhauen. Ist denn der erste schon da? Ja, der erste ist da. Dann, Kumpel, das ist dein letzter, den du machst. Den brauchen wir nicht mehr. Wir bauen Powerplants. So. Um perfekt zu garantieren, dass alles läuft. Während er vielleicht mal eine Fahrzeugfabrik baut, oder mehrere. Eins, zwei, drei. Damit wir mehr Angriffstruppen haben. Weil daran hapert es gerade ein bisschen. Charlie hapert es gerade ein bisschen. Wo gibt's denn den Krieg? Ah, da vorne. Okay. Wo ist der denn? Na, da unten würde ich sagen, ha? Ah, da hinten läuft er ja. Okay. Ich mach gleich den noch mit. Haben wir Idle-Einheiten? Eine. Eine Air. Eine Advanced. Eine Advanced-Einheit ist schon... Oh, im Idle. Das ist nicht schlecht. Der soll mal direkt ein dickes Radar bauen. Wir brauchen noch zwei. So, Flugeinheiten. Mais gerade Nummer 5. Er produziert ja nach. Genau. Der darf jetzt auch nicht einfach mal rumstehen und nichts tun.
sondern sollte sich um sowas hier nochmal kümmern. Da, 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 da. So, wenn das schon mal steht, ist viel gewonnen. Oh, ich wurde sehr gut angegriffen. Ich lasse die jetzt einfach die ganze Zeit durchproduzieren, bis wir alles haben, bis wir alle haben. Okay, da hinten gab es gerade Krieg. Also hier packen wir das gerade ohne Probleme. Oh, der Gegner kommt. Der Gegner kommt. Kann mir jemand sagen, woher der jetzt angeflogen kommt? Der hat so viel kaputt gemacht, der Hayupai. Na, ihr wisst, was mein Problem ist. Aber dafür haben wir ihn jetzt hier. Oh Gott. Alter, was für ein Bullshit. Habe ich Leute auf Idle. Eine Advanced-Einheit. Dann geh mal rüber. Eine weitere R-Einheit auf Idle. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Zack, zack. Mach mal hin. Iggy. Wir brauchen Anti-Air. So viel es geht. So. Wo ist meine Advanced? Meine zwei Kumpel. Die geben sich jetzt mal den hier. Und ich muss meine Einheiten mal losschicken in den Kampf. Oh Gott, die haben so viel kaputt gemacht gerade. Also würde der Typ jetzt wieder ankommen, ich wäre wieder K.O. Ich habe viel zu wenig Produktion, ich habe viel zu wenig alles und ja. So wird das nichts. Also wieder sehr schlecht gemacht. Also wirklich sehr schlecht gemacht von mir. Ich könnte natürlich jetzt mit einem Zeus provozieren, aber wozu? So, das kann ich weg. Das. Ich weiß auch noch nicht mal, wo er wirklich ist. Der ist hier anscheinend irgendwo, aber wo? Da. Ach, da unten. Komm mal her. Bau noch Hawkins hin. Wenn du die Ressourcen hast, bau sie hin. Zwei Idle. Okay. Die darf nicht Idle stehen. Hm, ja. Er greift mich halt jetzt schon mit viel zu vielen Einheiten an. Ja, K.O. Ich habe nicht mal mehr eine schwere Flugeinheit. Also eine, ja. Okay, hier. Oh Mann. Ich weiß nicht, zwischen was ich mich entscheiden soll. Ich mach die Hulk. Nee. Ich mach so ein Ding hin. Ich glaube, den mache ich jetzt mal hier auf Turbo. Turboantrieb. Ah, der kann mal ein paar nachbauen. 10 Stück alles. Kaputt, danke. Ach, kein Wunder, ich habe hier auch nichts, was nochmal aufkommen kann. Also, ich könnte ja diese Spinnentaktik probieren, die hier. Ich könnte die ja en masse produzieren. Also, ich muss mehr von denen bauen. Ansonsten wird das nichts. Ansonsten kommt mir der nächste wieder vorbei und macht Peng. Die sind schon assi. Das muss man einfach lassen. So, bauen wir weiter. Also hier kann ich mich jetzt erstmal hinpflanzen mit denen. Okay, also ich hätte auf jeden Fall jetzt schon eine Schlacht verloren. Also würde ich wieder gegen diesen Typen spielen. Der hätte mir jetzt schon gezeigt, wo der Frosch seine Locken hat. Quasi. Also wir bauen jetzt hier vorne noch einen hin. So schnell wie möglich und drehen einen Turm dahin. Also, wir müssen das ja schnell machen jetzt. Hilft ja alles nichts. Und hier noch einen Turm hin. Wir müssen uns irgendwie schützen auf Dauer. Während ich die mal angreifen lasse. Okay, da kommt was angeflogen. Wird direkt hoffentlich zerstört. Okay. Kommt natürlich auf die ungeschützte Flanke. Komm mal mit, Jungs. Komm mal mit. Komm mal hier mit.
Darüber. Alle. Auch ihr. Okay, die sind echt blöd. Was ist das denn für ein bekloppter Bug gerade? Könnt ihr da einfach mal runtergehen? Okay, danke. Die Waypoint-Findung ist gerade übel. Lauf dir mal an. Egal, was das ist. Kannst du runter? Danke. Ah, Grüße. Was ist das denn für ein Scheiß? Geh doch mal runter. Okay. Okay. Ich baue direkt einen Hawkins. Ich brauche gleich drei. Die Ausdauer will ich jetzt auch noch haben. Die Sachen will ich auch noch haben. So, während die beiden hier runterrücken. Ich klau mir mal die hier und baue nochmal zwei Robo-Fabriken. Ich mache diesen Angriff jetzt, der mich jetzt so massiv gestört hat. Also Strom habe ich genug, glücklicherweise, nur mir fehlt was anderes. Nein! Das da, danke. So viele wie möglich. Okay, mach mal. Okay, also es war jetzt schon mal auf jeden Fall um einiges besser. Ich baue noch einen davon tatsächlich, weil das dauert echt lange. Und ich muss mich ja irgendwie gegen den Typen wehren. Also jetzt gerade. Und ich brauche mein Zeug. Achso, ja genau. Und noch ein paar. So, geh mal da rüber. Wir wollen uns ja hier unten treffen jetzt. Okay. Ich brauche hier noch sowas hier. Und sowas hier. Ich will nicht nochmal von Fliegern überrascht werden. Weil der hat es echt auf mich abgesehen gerade. Und jetzt starte ich hier meinen Besuch. Meinen ersten. Ciao. Miau. Wird das wieder... Oh. Okay, das hat wehgetan. Okay, das hat nicht wehgetan. Okay, also das wird jetzt schon mal etwas verwirrender für mich. So, die Hammer. Die... Alle, die auf Idle sind... Das sind so einige. Dankeschön. So, bitte schnell machen. Ah ja, da schießt schon. Ich brauche viel mehr Fabriken. Ich muss mich viel weiter expanden. Ich spüre das gerade richtig, wie doof ich eigentlich bin, dass ich fast nur mit solchen Ressourcen auf der gleichen Stelle stehen bleibe. Das geht halt nicht. Weißt du was? Wir produzieren mal ganz viele davon und versuchen danach unsere Produktion ja aufzubessern. Ja, wobei das kommt jetzt noch nicht schnell. Erschwerend dazu. Greif den mal hier hinten an irgendwo. Mach den mal platt. Alles klar, Digis. Wir produzieren umso schneller gerade mal. Okay. 1, 2. Ich muss die doch machen. Ja. Also das dürfte mir jetzt eigentlich nicht passieren. So nicht passieren. Eigentlich müsste ich auch dominieren, aber ich habe nichts, womit ich dominieren kann. Und das ist schlecht. Das ist äußerst schlecht. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch lebe. Da. Okay, das ist heavy. Ja, ich brauche viel mehr an dem Zeug. Ich krebse mit 14 rum. Also der Kollege, mit dem ich vorhin, also mit beiden, mit denen ich tatsächlich gespielt hatte, die hatten so super schnell so viele Ressourcen. Also einmal hochziehen bitte alles. Gut. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Weißt du, was wir sagen? Hier die Kleinen
Ist mir Wumpe wie. Aber die sollen tatsächlich sich jetzt hier versuchen, so viel wie möglich ranzuholen. Mir ist egal, wie jetzt. Und die Großen... Nein, die Großen... Achso. Dem kann ich jetzt folgenden Auftrag zugeben. Oh ja, da kommt schon was angeflitzt. Aber der bekommt jetzt auch ein bisschen Stress mit meinen Leuten. Ah, bekommt er nicht. Lüge. Ja, wobei doch, hat er bekommen. Okay. Super. Metal. Ich brauche dringend Metal. Da sind noch zwei. Okay. Dann attackieren wir mal. Okay. Okay, also die... Oh Gott. Ah ne, das sind meine Einheiten. Sind... Ich hätte doch irgendwo noch andere. Ne. Oh ja. Super effektiv gerade. Ich nerv den. Komm, wir müssen was anderes machen. Ich komme so nicht weiter. Boah. Okay, also wir merken, gut, die Startposition ist auch gerade sehr unsexy. Aber wir halten es aus gegen ihn. Nee, so wird das nix. Ich weiß. Ich versuche ja gerade. Wir bauen einfach ein paar von denen. Und schütten den gleich mit ganz viel Liebe zu. Unendlich. Nein! Hier. Dankeschön. Unendlich. Ich muss irgendwie ja dagegen jetzt ankommen. Ein paar meiner Truppen sind schon mal weg. Ehrlich gesagt, unendlich. Die nächsten. Und der hier noch. Okay. Okay, 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 okay. Okay, wir müssen uns darum kümmern. Und diese unhöflichen Besucher, die hier überall herumrennen. Und ich muss bei den Robos, also die, damit komme ich nicht sehr weit, aber damit komme ich weit. Damit kann ich auch arbeiten gerade. Ah, der ist weg. Oh, der hat den auch kaputt geschossen. Oh je. Nein. Ciao. 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 Ciao, 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 ciao. Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Was stehst du denn da rum? Du Vollspast! Oh, bin ich grad sauer. Ich krieg grad Spontanaggression. Lässt er sich da abnippeln? Ich bin ja so ein feiner Kerl. Ich kann froh sein, dass es nicht der Typ von davor war. Der stellt sich echt doof an gerade. Greif mal an. Ich baue den schnell nach. Den da, den da und den da. Ich meine, die haben nicht viele Möglichkeiten, hier hochzukommen und uns zu nerven, aber de facto haben sie welche und das ist halt das, was mich gerade am meisten stört. Wir haben kein Metall. Wir haben null Metall gefühlt. Na gut. Nein. Okay, das ist weg. Als nächstes baut ihr mir blindlings das dahin.
Aber ich mache wieder genau den gleichen Fehler. Ich meine, ich kann einem sagen, bau da, dann sage ich dem hier, bau hier. Na, dann sage ich dem hier, Diggi, wir müssen noch mehr machen als das. So, hier, bam. Okay, jetzt läuft's besser. Jetzt kann ich dem zum Beispiel sagen, hey Kumpel, ich brauche hier hinten noch was. Das schaffst du. Dann brauche ich hier ein paar Power-Dinger noch. Die sollten ohne Ende eigentlich hier sein. Das geht so nicht. Bau einfach mal. Dann muss ich einem von dem sagen, bau mal hier einen hin. Und der baut ja schon. So. Und die Kollegen greifen einfach an. Ah ja, genau. Und der hier kann die kleinen machen. Ob wir hier genügend haben. Da nochmal gucken. Da nochmal gucken. Hier, da, überall. Einmal die ganze Insel. Dankeschön. Und wir sind tot. Wo ist unser Hero? Wir sind tot. Ich sag's nur. Vergiss es. Ich hab verloren. Der hat mich eben auch noch abgefangen, oder was? Ne? Ja, geil. Wir sind im Eimer. Der hat uns so an den Klöten. Glaubst du ja gar nicht. Okay, es lief jetzt erstmal nicht so ganz schlecht. Aber irgendwas habe... Also ich habe jetzt ein paar Sachen übersehen. Gut, wir haben die Atomrakete, da hat er uns einfach gehabt. Und ich habe genau das gleiche Problem gehabt wie die ganze Zeit über. Ich muss dominieren. Und ich stand halt wieder die ganze Zeit ausschließlich in meiner Basis. Das geht so nicht. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.